leasingmarkt.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen. Das ist der Skoda Kodiaq Scout. Den haben wir uns jetzt im Frühjahr 2021 nochmal geben lassen, weil wir im Laufe des Jahres das Facelift erwarten. Und weil man ja vorm Facelift immer nochmal Schnapper machen kann, haben wir uns den nochmal geben lassen für euch da draußen. Zudem hatten wir ihn noch nicht als Scout. Der Skoda Skoda Kodiaq, der ist ein SUV aus dem Bereich der Kompaktklasse, so wird er zumindest eingruppiert. Ich würde aber eher sagen, er gehört zur Mittelklasse rein von der Größe her. Drei Mitbewerber habe ich exemplarisch für euch. Einmal das spanische Geschwisterchen, der Seat Tarraco, und dann die beiden Südkoreaner noch. Das ist einmal der Kia Sorento und der Hyundai Santa Fe. Der Skoda Kodiaq wurde als neues Fahrzeug im September 2016 in Berlin erstmals vorgestellt. Er wird in Tschechien gebaut. Beim Euro-NCAP Crashtest hat er 2017 alle 5 Sterne bekommen. Skoda bietet den Kodiaq zu einem Basislistenpreis von nur 29.900 Euro an. Unser Testwagen hingegen als 2 Liter Diesel Allradantrieb in der Ausstattungslinie Scout mit jeder Menge zusätzlichen Optionen, der hat einen Listenpreis von 63.799 Euro. Die Konfiguration des Testwagens haben wir auf unserer Homepage hinterlinkt. Legt den Link zur Homepage, den findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, klar, so vor dem Modellwechsel, vielleicht kann man da echt nochmal einen guten Leasing-Schnapper machen zum Skoda Kodiaq, dann schaut einmal den ersten Link genau an, beziehungsweise klickt da drauf. Der führt euch zu unserer Partnerseite von leasingmarkt.de und da speziell zu den Kodiaq Leasing-Angeboten. Ich kann mir vorstellen, dass man da jetzt noch einen guten Schnapper machen kann. Von daher klickt einfach mal drauf, guckt euch die Angebote an und wenn euch eins der Angebote gefällt, stellt einfach mal eine Anfrage. leasingmarkt.de, der erste Link hier unter dem Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und auch schön die Glocke anmachen. Als Antrieb dient unserem Testwagen ein 2 Liter TDI rein 4-Zylinder Turbodieselmotor halt. Der Diesel leistet 200 PS und hat ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmeter, welches zwischen 1750 und 3000 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird automatisch mittels 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Der Testwagen hat Allradantrieb, der frontlastig ausgelegt ist, aber jederzeit seine Kraft voll variabel verteilen kann. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 7,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man bei 212 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach WLTP beträgt 6,4 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 167 Gramm pro Kilometer. Die NEFZ-Werte 5,3 Liter bei 140 Gramm pro Kilometer. Vollgetankt mit 60 Litern Diesel kommt man im Idealfall 1130 Kilometer weit. Optional kann man den Skoda Kodiaq auch noch mit einem leistungsschwächeren Diesel sowie 2 Benzinmotorisierungen bestellen. Zudem soll mit dem Facelift der RS als Benziner vorgestellt werden. Skoda bietet den Kodiaq in 7 Ausstattungslinien an. Uns haben sie ihn als Scout zur Verfügung gestellt und Scout stellt quasi die offroadigste Ausstattungslinie dar. Sieht man unter anderem an diesem silbernen Design-Unterfahrschutz. In der Basis verfügt das Fahrzeug über Halogenscheinwerfer. Unser Fahrzeug ist allerdings mit den Voll-LED-Scheinwerfern ausgerüstet und verfügt ebenfalls noch über Nebelscheinwerfer. In der Basis steht der Kodiaq auf 17 Zoll Stahlfelgen tatsächlich. Unser Fahrzeug müsste eigentlich auf 19 Zoll Alufelgen stehen. Die gehören zumindest zur Ausstattungslinie. Sie haben uns das Fahrzeug aber mit Winterreifen zur Verfügung gestellt und die stehen halt auf diesen 18 Zoll an. Wir haben eine Bodenfreiheit von 191 mm beim Kodiaq und Skoda bietet ihn in 13 Farben an, den Scout indes nur in 8 Farben und die Farbe unseres Testwagens, die man unter den Regentropfen kaum noch erkennt, die nennt sich Lava Blau mit Metallic. So hört er sich an, der 2 Liter TDI mit einer doppelflutigen Auspuffanlage, die sich hinter dem Stoßfänger auf der linken Fahrzeugseite versteckt. Denn das, was ihr da hinten seht, das sind nur Blindstopfen oder Fake-Blenden. Derweil spiele ich mit den Rückleuchten rum und ihr seht selbst, das ist alles LED-Technik, die da glänzt und blinkt.
Mit dem Schlüssel der Funkfernbedienung kann ich aus der Ferne auch die Fenster öffnen und schließen. Und dabei wird auch das Schiebedach, das Glaspanoramadach zumindest oben einmal angestellt, dass die heiße Luft aus dem Auto auch entweichen kann. Den Schlüssel brauche ich nicht, wenn das Fahrzeug verriegelt ist. Der reicht in der Tasche, denn an allen vier Türen haben wir ein schlüsselloses Entry, also ein Keyless Entry. Dazu empfängt mich das Auto noch mit einer Kodiak-Einstiegsleiste. Ja, der Scout kommt dazu noch mit so einer kleinen Trittstufe, die vielleicht kleinere Leute zum Einsteigen nutzen können. Leute wie ich mit 1,80 Meter können auch einfach ihren Po auf den Sessel plumpsen und sich dann rumdrehen. Das Einsteigen hier in dem Kodiak, auch nochmal richtig gezeigt, ne? Nicht, das heißt, der Gleitschirm wird faul, ist mehr als bequem von der Einstiegshöhe. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hier von unserem Testwagen, dem Skoda Octavia Scout. Scout-Ausstattungslinie, zahlreiche Optionen sind optional mit an Bord. Schaut einfach mal in die Ausstattungslinie auf unserer Homepage. Den Link zur Homepage, den gibt es unten im Videobeschreibungstext. Ja, ich fange den Materialcheck wie immer am Armaturenbrett an. Das ist bezogen bis vorne hin zur Scheibe mit einem weichen Material, was ich hier locker eindrücken kann. Darunter dann so eine Applikationsfläche, hochglänzend schwarz mit Schlieren würde ich das nennen. Gibt bestimmt einen schicken Marketingausdruck. Darunter dann auch noch mal eine weiche Kante. Erst unter dieser Kante fängt dann das harte Material an, aber auch überall halt. Einmal aus dem Fußraum hochgeschwenkt, dann wird Teppich, harten Kunststoff, der sich anschließt. Und das ist dann aber ein weiches Material. Die Mitte einmal von oben nach unten abgeschwenkt, das große Infotainment-System hochglänzend schwarz eingefasst. Das gilt dann auch für die Klimasteuerung. Das hatte ich euch eben gezeigt. Weiches Material an den Seiten, hochglänzend schwarz hier weiter, dann mit Chrom eingefasst. Harter Kunststoff. Und hier haben wir das Polster von der Mittelarmlehne. Das ist Kunstleder. Die Sitze hingegen, die sind mit Leder bezogen und hier im oberen Bereich haben wir dann auch nochmal Scout als Stickfläche. In den Türen oben weicher Werkstoff, hier wieder hochglänzend schwarz mit Schlieren. Darunter ist es dann auch noch ein weiches Material. Hier eine Art Kunstleder, das finde ich dann auch auf der Armablage. Der Griff, das ist harter Kunststoff, so auch die Türtaschen hier im unteren Bereich. Die A-Säule besteht auch nur aus hartem Kunststoff. Der Himmel, der ist dann aber mit Stoff bezogen und da spüre ich auch eine leichte Unterschäumung. Ja, grundsätzlich vom Materialmix her für mich vollkommen in Ordnung. Skoda üblich oder Skoda üblich halt. Wir haben im oberen Bereich eher ein weiches Material, im unteren wird es dann immer härter. Wobei ja hier selbst die Griffflächen oder die Angstgriffe dann nochmal weich bezogen sind. Viel hochglänzend schwarz ist nicht unbedingt mein Favorite, kann man aber machen. Ja, dann zeige ich euch die ganzen Schalterchen und Funktionen. Den Startknopf, den gibt es hier rechts an der Lenksäule. Dann starte ich das Fahrzeug. So startet dann auch das Infotainment-System. Das kommt als Touchbildschirm. Ne? Und ich kann hier auch Wischgesten machen. Immer wenn das Händchen zu sehen ist, dann reicht das hier, so eine Wischgeste zu vollziehen, wird umgesetzt mit Hilfe des Annäherungssensors, der hier im unteren Bereich sitzt. An der Seite dann noch Touchflächen. Also hier auch keine Schalter. Was ich nervig finde, ist halt auch die Lautstärkeregelung über Touchflächen. Ist jetzt nicht so meins. Gehen wir auf die Lüftungsdüsen. Die kann ich frei verstellen und den Luftstrom hier auch per Drehrad regeln. Und das an beiden Seiten. Und nicht nur an den beiden Seiten in der Mitte, sondern auch an den beiden Seiten außen haben wir hier ein Drehrad. Darunter dann die Steuerung der Klimaanlage. Unter anderem mit einer dreistufigen Sitzheizung, die den Sitz schön warm macht. Es gibt auch noch die Möglichkeit, hier eine Sitzbelüftung zu aktivieren. Und man kann das Ganze auch gleichzeitig betreiben. Dazu haben wir noch einen Menüknopf und wenn ich den drücke, dann sehe ich hier im oberen Bereich auch noch eine Fläche, wo ich alles genau ablesen kann. Schön auch, wir haben eine Frontscheibenheizung, das wissen dann alle Laternenparker zu schätzen. Und die kommt auch ohne Heizdrähte direkt in der Scheibe aus. Wir haben im Übrigen noch zwei Klimazonen, jede mit einem eigenen Display, dass man hier sich schön das Ganze einstellen kann. Darunter eine Buttonleiste, mittig der Warnblinkschalter, den ich hier auch während der Fahrt noch gut erreichen kann. Sitzt vielleicht ein bisschen tief, dafür ist er mittig angebracht und leuchtet schön. Rot. Daneben dann Start-Stop-Park-Auto-Assistent, die Parkpiepser, Zentralverriegelung und eine Warnleuchte für den Passagier. Airbag, den ich ja deaktivieren kann. Hinter dem Gangwahlhebel, den ich im Übrigen im Sportmodus auch zur rechten Seite drücken kann, um manuell schalten zu können, haben wir dann den Schalter für die Fahrmodi. Wenn ich den drücke, erscheint hier im Display
die entsprechende Rückmeldung und bei mehrfachem Drücken schalte ich hier komplett durch die ganzen Systeme durch. Dahinter Start-Stopp, die elektronische Parkbremse, Offroad-Bereich haben wir auch noch. Wenn ich das drücke, dann habe ich hier die entsprechenden Offroad-Anzeigen und hier hinten habe ich dann noch die Möglichkeit, das ESC rauszuregeln. Das ist das Lenkrad, was wir auch aus dem Octavia schon kennen, mit den neuen Bedienelementen, also ein Multifunktionslenkrad, was ich hier im Fahrzeug habe. Das lässt sich manuell verstellen und hier zeige ich euch den kompletten Radius. Bemerkenswert, egal wie ich mir das Lenkrad einstelle, ich kann immer den kompletten Screen verlustfrei ablesen. Sehr schön. Schauen wir uns die Schaltflächen auf der linken Seite an. Da habe ich erstmal die dreistufige Lenkradheizung, die das Lenkrad auch schön warm macht. Spracherkennung, also im Prinzip Steuerung des Infotainment-Systems. Hier mit dem Drehregler für die Lautstärke. Auf der Gegenseite kann ich mir dann die ganzen Assistenzsysteme anzeigen, den adaptiven Tempomaten aktivieren und der Bereich ist dann zum Durchschalten des Bordcomputers. An der Lenkstocksäule rechts der Scheibenwischerschalter für vorne und hinten. An der Lenksäule links dann Blinker, Lichthupe, Fernlicht und im unteren Bereich dann der Schalter für den adaptiven Tempomaten. Am Lenkrad kann ich ihn aktivieren und deaktivieren, hier dann setzen und die Geschwindigkeit regeln. Fahren den Wagen ja mit dem 7-Gang DSG, das kann ich hier manuell auch schalten über die Schaltwippen. Das sind kleine schwarze Kunststoffplättchen, drei Finger kann ich ablegen, ich komme auch gut während der Fahrt dran. Ein bisschen geriffelt ist es auch noch, dass ich nicht abrutsche. Links neben dem Lenkrad gibt es den guten VAG-Lichtschalter. Ja, ich habe ihn mittlerweile sehr lieb gewonnen. Damit kann ich alles hier lichttechnisch regeln. Und hier vorne in dem Boxengitter noch eingelassen ist der Öffner für die elektrische Heckklappe. In der Erweiterung der Armlehne habe ich die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich getrennt voneinander sperren und aktiviere dann auch gleichzeitig die Kindersicherung, dass die Kinder also nicht alleine aussteigen können. Hier habe ich die Spiegelverstellung und wenn ich die auf 7 Uhr stelle, dann fahren die Spiegel elektrisch an. Ich bin 1,80 Meter groß, presse mich mal in den Sitz und bekomme noch eine Faust zwischen meinen Kopf und den Himmel hier an der Seite des Glasdachs. Das ist ja in der Regel immer ein bisschen tiefer, wenn man so ein Glaspanoramadach hat. Also ausreichend Kopffreiheit auch zur Seite, ausreichend Platz zu meinem Sitznachbarn und die Armlehne, ja, die ist aber eigentlich nur für eine Person geeignet, also entweder Fahrer oder Beifahrer. Ich habe ein luftiges Gefühl, weil A-Säule und Himmel hell gehalten sind, so dass man räumlich mehr Platz hat. Das Display ist hier auch eingearbeitet. Ich habe also einen freien Blick nach vorne, da stört mich nichts, sodass das Auto optisch auch nochmal deutlich größer wirkt. Ja, die Sitze, die Scout-Sitze finde ich sehr komfortabel, lassen sich hier in unserem Testwagen elektrisch verstellen. Da haben wir einmal die Möglichkeit, die Sitzfläche vorne anzustellen, aber auch den Sitz natürlich vor und zurückzuschieben. Die Lehne kann ich verstellen vor und zurück. Den Sitz natürlich auch im Ganzen heben und senken. Dazu haben wir noch eine Lordosestütze, die nicht nur rausfährt, sondern die ich auch noch in der Höhe verstellen kann. Ja, das sind alle Funktionen. Die Kopfstütze, da habe ich an der Seite einen Knopf. Wenn ich den drücke, kann ich sie halt rein und rausfahren. Das ist jetzt die höchste Position, die dieser Skoda-Sitz anbietet. Ich habe den Sitz als sehr bequem empfunden. Dazu bietet er auch noch ein bisschen Seitenhalt. Und hier direkt am Sitz kann ich meine Sitzkonfiguration noch dreifach abspeichern. Das gilt im Übrigen auch für den Beifahrersitz, der ebenfalls elektrisch verstellbar ist. Ja, bevor ich das Auto einmal starte, mache ich den Motor einmal aus. Da gibt es nämlich auch noch mal eine hübsche Sequenz zum Ende, die dann irgendwann so stehen bleibt, wenn ich dann auch aussteige. Darum nehme ich das jetzt mal als Startbild, auch um das Fahrzeug wieder zu starten. Dann baut sich hier alles auf. Erstmal einfach an den Seiten mit so LED-Streifen gelöst. Links die Kühlwassertemperaturanzeige, rechts die Tankanzeige des Fahrzeugs. In der Mitte eben das große digitale Display, hier in der Konfiguration belegt mit einem Drehzahlmesser. Links, wo dann auch das Fahrprogramm eingezeigt wird und wenn ich fahre, auch noch der entsprechende Gang. Auf der Gegenseite der Tachometer auch stets mit der digitalen Geschwindigkeit. Im oberen Bereich haben wir die Uhrzeit, die Himmelsrichtung, Rückmeldung der Assistenzsysteme, auch in Form vom Tempolimit und dazu noch die Außentemperatur. Im unteren Bereich nochmal ein bisschen Assistenzsysteme in Form von Anschnallhinweisen, dem Spurhalteassistenten und dem adaptiven Tempomaten. Jetzt kann ich einmal durch die unterschiedlichen Skins durchschalten. Das mache ich auch mal. Hier eine sehr zurückgefahrene Ansicht, das mag ich sehr.
das Ganze noch mal ein bisschen schicker. Und auch das eine eher zurückgenommene Ansicht. Dann gibt es noch diese sportliche Ansicht. Und damit bin ich dann auch schon durch. Die Mitte kann ich auch einmal durchschalten. Da sind dann die ganzen Angaben, die ich VAG üblich immer zur Auswahl habe. Für mich wichtig, ich kann mir auch hier nochmal die digitale Geschwindigkeit anzeigen lassen. Dazu kann ich im Mittelbereich auch noch auswählen. Fahrdaten haben wir uns eben angeguckt, Assistenten gibt es noch und auch die Navigation. Und wenn man sich das anguckt und nochmal durch die einzelnen Screens durchschaltet, dann sieht man jetzt auch die Unterscheidungen hier. Da wird mir die Karte halt dann auch vollflächig in dem einen Screen angezeigt. Schließlich gleich die Rundumsicht an der B-Säule kann man auch gerade so eben vorbeisehen. Auch die A-Säulen sind alles andere als zierlich, haben mich aber beim Fahren nicht behindert oder gestört. Da sitzt ihr, B-Säule, okay. Und dann zwischen C- und D-Säule ist nochmal ein Fenster. Wenn die Kopfstütze ausgefahren ist, hilft mir das aber weniger. Und da hinten haben wir eh einen toten Winkel, nochmal ein bisschen weiter geschwenkt. Das Auto ist ein bisschen beschlagen, aber da sieht man, man hat auch eine gute Sicht nach hinten. Und da hinten ist das Auto dann letztendlich auch zu Ende, was mir beim Rangieren natürlich auch ungemein hilft. Den toten Winkel der D-Säule, der kann gar nicht entstehen, wenn ich vorher in den Seitenspiegel gucke. Die Spiegelfläche für meinen Geschmack, wenn man das große Auto betrachtet, fast ein bisschen klein, aber die Spiegelfläche ist ausreichend, um den rückwärtigen Verkehr gut im Auge zu behalten. Das schließt auch den Innenspiegel ein. Mit einem Blick erfasse ich die komplette Heckscheibe. Dazu ist unser Fahrzeug auch noch mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet. Die 360-Grad-Ansicht hier im linken Bereich kommt dann auch gleichzeitig mit der Ansicht der Parkpiepser oder Sensoren. Wenn ich jetzt also hier vor die Wand setze, dann piept es nicht nur, sondern ich sehe in dem Bereich auch, wie nah ich da dran bin. Bei der Rückfahrkamera-Ansicht seht ihr, die Linien bewegen sich mit, wenn ich am Lenkrad drehe. Und wenn ich jetzt wieder nach vorne schalte, also in den Vorwärtsgang, bleibt das hintere Bild zwar stehen, aber in der 360-Grad-Ansicht kann ich da auch noch einiges erkennen. Ja. Und auch vorne piept es natürlich. Gut, damit habe ich euch jetzt einmal die wichtigsten Funktionen hier in der ersten Sitzreihe gezeigt. Was noch fehlt, ist der Hupencheck. Wie hört sich die Hupe hier an? Ja, das kann man schon machen. Ja, dann mache ich gleich weiter mit dem Ablagencheck hier im Auto. Zeige euch einmal die ganzen Ablagemöglichkeiten und noch die weiteren Funktionen, die ich eben ausgelassen habe. Ja, ich beginne wie immer mit den Türtaschen und wie immer habe ich hier auch meine Partnerflasche dabei. Byfood, unser Partner, kredenzt euch, wenn ihr wollt, eine ausgewogene Trinkmahlzeit hier in Fresh Berry. Schmeckt so ein bisschen wie Kaba-Erdbeer im Prinzip, wenn ihr das von früher noch kennt. Für mich interessant, 500 Milliliter haben 500 Kalorien, dazu noch zahlreiche Mineralstoffe und Vitamine. Und somit ist das eine prima Ersatzmahlzeit, wenn man mal unterwegs ist oder wie hier wir oft am Bilster Berg sitzen, statt uns irgendwie vom Dönermann was zu holen, trinken wir dann eher mal eine Flasche Y-Food, damit der Bauch nicht noch dicker wird. Wenn ihr das ausprobieren wollt, der Alex blendet euch einen Code ein, dann könnt ihr bei eurer ersten Bestellung auch noch ein bisschen Geld sparen. Ich habe die Flaschen immer dabei, um euch zu zeigen, wie viel Platz in der Türtasche ist für Getränke. Hier sieht man ganz gut, der halbe Liter verschwindet hier fast. Man kann ihn auch gut entnehmen und somit passen auch 1 Liter Flaschen hier in die Seitentasche oder sogar 1,5 Liter Flaschen, wenn sie nicht zu dickbräuchig sind. Dann Simply Clever, das ist der Aschenbecher, sage ich schon, ist ein kleiner Mülleimer zum Einhängen von Skoda. Hängt man eine Mülltüte dran und kann ihn hier halt in die Türtasche einhängen und kann dann immer so kleinen Müllkrams hier direkt reintun, dann fliegt es nicht im Auto rum. Dazu hat man auch hinten ein bisschen Platz. Gerade hier in dem Bereich kann ich die Warnweste noch ganz nach hinten durchschieben, wenn ich denn möchte. Dann weiß ich immer, wo sie ist, aber sie ist halt nicht im Weg und die restliche Türtasche kann ich entsprechend nutzen. Links neben dem Lenkrad gibt es auch noch mal eine Klappe. Dahinter befindet sich ein Fach, ungefähr eine Faust passt rein, ist aber ein bisschen schmaler als andere Fächer und das ist mit Filz ausgelegt. Vor dem Gangwahlhebel hier in hochglänzend schwarz befindet sich eine Klappe. Da habe ich einmal mein Handy liegen und das leuchtet sofort auf. Man sieht es, glaube ich, das Qi-Symbol. Es wird hier also induktiv geladen. Wenn ich das Handy jetzt hier wieder reinlege, dann macht das gleich einmal wuck und oben im Display wird mir auch angezeigt, dass es induktiv geladen wird. Wenn das Handy das nicht unterstützt, hat man hier noch 2 USB-C-Anschlüsse oder auch noch einen 12-Volt-Anschluss. Das Schöne, man kann das auch wieder verschließen.
aus den Augen, aus dem Sinn. Ne? Aber das Auto warnt einen auch, dass man das Handy nicht im Auto lässt. Ja, hinter den Gangwahlhebel habe ich jetzt erstmal so eine Art kleinen Schlitten. Da passen meine Flaschen rein. Das ist ein Getränkehalter ohne Abstandshalter, aber mit diesen Struda-Nöpsis, bei denen man PET-Flaschen durch Druck fixieren kann und sie dann öffnen kann. Meine kleine Flasche Y-Food 330 ml gibt es auch. Mango Lassi, auch sehr lecker. Die kippelt hier ein bisschen rum. Die große sitzt aber ziemlich bombenfest. Kann ich auch noch mal tauschen. Dann sieht man das, glaube ich, auch ganz gut. Das ist also ein sehr sinnvoller Getränkehalter. Dazu gibt es hier noch ein irgendwas Rundes. Irgendjemand hat mir auch schon mal erklärt, wofür es gut ist. Ich habe es hier vergessen. Und ein Fach, wo der Schlüssel hervorragend reinpasst. Dazu hier noch ein Kartenhalter und einen Münzhalter. Diesen ganzen Schlitten kann ich aber auch rausnehmen, wenn ich möchte, und umdrehen. Dann habe ich hier eine erhöhte, rutschfeste Unterlage. Oder ich entferne ihn ganz aus dem Auto, weil ich sage, ich trinke nicht im Auto. Dann habe ich hier wirklich ein großes Staufach. Jetzt lege ich die Flaschen dann nochmal rein, damit ihr seht, wie groß es wirklich ist. Da ist also dann wirklich jede Menge Platz. Wobei ich persönlich hier das ruhig so lassen würde, weil dann hat man immer noch mal Platz, um Kleinkram zu verstauen. Die Armlehne kann ich einmal nach vorne schieben, Obacht mit den Getränken und dann auch in der Höhe arretieren. Wenn ich das ein bisschen höher einstelle, geht es auch noch über die Flasche halt rüber. Aber in der Regel beißt sie sich mit denen. So kann ich aber auch den ganzen Bereich hier zu, also verschließen, sodass selbst wenn ich da irgendwas Wertvolles drin liegen lasse, das zumindest vor bösen Blicken geschützt ist. Selbstverständlich haben wir auch noch ein Handschuhfach, beziehungsweise hoppla, wir haben sogar zwei. Ne? Einmal im oberen Bereich, das ist der linke Knopf, einmal im unteren Bereich. Fangen wir mal mit dem oberen Fach an. Hier wieder meine Flasche, die passt in der Tiefe nicht ganz rein, weil sich das halt vorne nach vorne hin verjüngt. Aber so quer würde die Flasche zum Beispiel passen. Da hat man einen guten Eindruck. Und hier so tief geht's rein. Meine Hand mit ausgestreckten Fingern kann ich da komplett drin verstecken. Das Ganze auch noch mit einer rutschfesten Matte versehen. Im unteren Bereich dann das eigentliche Handschuhfach. Das ist beleuchtet und lässt sich auch über die Klimaanlage mit klimatisieren. Im oberen Bereich war eigentlich mal die Head Unit, ne? Das kennen wir noch, das brauchen sie jetzt aber nicht mehr. Im unteren Bereich haben wir halt die Presseunterlagen, das ist auch so ein bisschen mit Filz ausgelegt. An der Seite haben wir noch einen Stifthalter, da hat uns Skoda auch direkt einen Stift mitgegeben. Und da passt halt auch einiges rein, aber schön finde ich wirklich diese Zweiteilung. In der Sonnenblende haben wir einen Make-up-Spiegel, der dann auch automatisch beleuchtet wird mit einer LED von oben. Die Spiegelfläche allerdings nur mittelgroß. Daneben noch ein Plastikclip für Tickets oder Rettungskarten. Die Sonnenblende kann ich auch zur Seite drehen, leider nicht nach hinten ausziehen, sodass hier immer noch Platz bleibt für die Sonne, um von der Seite einzufallen. An allen vier Türen finden wir Haltegriffe. In der Dachkonsole haben wir dann Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Zusammen ist das dann auch die Einstiegsbeleuchtung. Unser Fahrzeug ist mit dem großen Glaspanoramadach ausgestattet. Das ist erstmal eine Verdunklung, die ich zurückfahren kann aus Stoff. Und ihr seht selber, die ist nicht ganz blickdicht oder macht das Ganze nicht komplett dunkel. Und diesen Screen kann ich halt bis ganz nach hinten fahren. Dazu habe ich noch das Glaspanoramadach, was ich dann öffnen kann. Das kann ich einmal aufstellen, ne, dass nur so ein bisschen Luft reinkommt. Oder ich kann es auch komplett auffahren, regnet nur ein bisschen rein. Dabei schiebt sich dann die vordere Glashälfte über die hintere. Stückchen weiter geht es auch noch auf und im vorderen Bereich stellt sich der übliche Kamm auf. Ja gut, damit habe ich euch die Komfortfunktionen auch noch vorgestellt und das Platzangebot hier von den Ablagen. Davon abgesehen, dass es ein bisschen reingeregnet hat. Hier in der Mittelkonsole habe ich viel Platz. Zwei Handschuhfächer bieten eine ganze Menge Platz. Selbst die Türtaschen sind noch nach hinten hin ein bisschen offen. Ich denke, hier gerade für das Fahrzeugsegment haben wir jede Menge Platz und das ist auch gut so. Dann möchte ich euch einmal noch das Columbus Infotainment-System vorstellen, zumindest rudimentär die wichtigsten Funktionen einmal zeigen. Das Fahrzeug begrüßt mich in der Startansicht mit drei Kacheln. Ich kann hier auf die Kacheln auch drücken und dann komme ich, also über die Home-Taste komme ich da auch immer hin. Dazu gibt es noch eine zweite Ansicht, die wollte ich eigentlich eben aktivieren. Also kann ich hier so hin und her swipen. Die Kacheln kann man sich also auch frei bewegen. Dann über den Menüknopf kommen wir an die unterschiedlichen Funktionen.
dann jeweils gebündelt oder gekoppelt hier an so ein kleines Vorschaubild. Ich fange mal an mit dem Bereich Radio. Da sehe ich schon mal den Knopf Quelle. Ich kann also wählen zwischen FAM, DAB, zusammengefasst, Webradio, meine Medien oder Bluetooth Audio. Dann habe ich eine Senderliste, da werden alle erkannten Sender entsprechend gezeigt. Ich suche natürlich wieder Radio Bob, der DAB-Sender, den ich immer höre. Wenn ich jetzt wieder zurückdrücke, dann wird er mir hier auch angezeigt. Das sind Speicherplätze für die Favoriten. Halte ich da einmal gedrückt, mein kleines Fingerchen, dann wird Radio Pop, der Sender, der eben oben angezeigt wird, auch hier unten fest abgespeichert. Ja, da gibt es dann nochmal so eine große Ansicht. Und ein Setup dazu gibt es auch noch. Da interessiert uns insbesondere der Bereich Klang. Ich habe also hier unterschiedliche Klangprofile, die schon vorgegeben sind. Da kann ich separat nochmal den Subwoofer regeln. Oder ich sage, ich möchte das individuell gestalten. Dann habe ich hier einen 5, ist doch 5, ne? 1, 2, 3, 4, 5, ne, 6-stufigen Equalizer. Hoppla. Ja, Mathe nicht meine Stärke, doch eigentlich schon. Also einen 6-stufigen Equalizer, wo ich mir die Töne auch nochmal individuell nach meinem Gusto einrichten kann. Gibt auch einen Soundfokus, den ich setzen kann, vorne Fahrer oder halt das gesamte Auto. Surround-Modus gibt es noch und Dolby Pro Logic kann ich an- und ausschalten, wenn ich denn möchte. Dazu noch diverse Lautstärke-Einstellungen. Dann springen wir direkt in den Bereich Navigation. Ja, was mache ich da? Ich drücke erstmal das Suchefeld und kann jetzt hier eine Adresse eingeben. Ich möchte ja nach Bielefeld immer, ne? Weil es so schön ist da. Und da gibt es eine Straße, das ist die Wertherstraße, die ich ja immer eingebe. Hat er auch gefunden. Dazu noch die Hausnummer 42. Auch das hat er gefunden. Jetzt zeigt er mir das Ziel hier einmal an in Bielefeld. Jawohl, das ist es. Und ich sage starten. Ich hätte jetzt auch Route sagen können. Dann hätte er mir die unterschiedlichen Routen vorgeschlagen. Tageszeitlich gesperrte Straßen. Jetzt sieht man schon, wenn ich meine Hand weglasse, habe ich den Screen vollflächig da. Wenn ich mich näher, dann erscheinen hier Schaltflächen. Unter anderem kann ich umschalten zwischen 2D und 3D. 2D nordausgerichtet und fahrtrichtungsausgerichtet. Und 3D ist ja immer fahrtrichtungsausgerichtet. Dazu hier noch die unterschiedlichen Optionen. Unter anderem kann ich hier die Zielführung stoppen. Das kann ich aber auch leichter, indem ich hier oben einfach auf Stopp drücke. Probieren wir uns hier nochmal an der Spracherkennung. Fahre mich nach Bielefeld, Wertherstraße 42. Bitte nennen Sie die vollständige Adresse, beginnend mit dem Ort. Bielefeld, Wertherstraße 42. Meinten Sie Bielefeld? Ja. Also man kann schon reden, während sie noch spricht. Das finde ich immer gut. Und jetzt werden die Routen berechnet. Das ist das, was ich eben übersprungen habe. Er gibt mir auch noch Alternativrouten. In der Regel ist ja mal schnellste und kürzeste Route. Und hier haben sie noch eine dazwischen. Ich entscheide mich wieder für die. Dann sagt er mir auch, was da nicht alles passiert. Und ich sage Route starten. Das Ziel liegt an einer durchfahrtsbeschränkten Straße. Ja. Und jetzt sagt er mir, Ziel in 37 Kilometer, das wird aber noch Luftlinie sein. Wahrscheinlich fängt er damit an, erst wenn ich an der Zielstraße bin oder da, wo es halt losgeht. Und um 15.58 Uhr wäre ich, 14.58 Uhr wäre ich da. Auch das passt nicht wirklich. Habe ich jetzt doch ein falsches Ziel eingegeben? Egal, die Funktionsweise ist ja klar. Im Übrigen hier immer noch die Uhrzeit wird mir angezeigt und auch nochmal die Außentemperatur. Dazu das Qi-Symbol, was mir zeigt, dein Telefon wird gerade induktiv geladen. Ja, dazu noch der Bereich Fahrassistenz. Da habe ich jetzt hier die Möglichkeit, in die einzelnen Assistenzsysteme reinzuspringen. So bildlich dargestellt, ganz schön zum Beispiel die Verkehrszeichenerkennung. Und natürlich kann ich das Ganze auch noch mal in Listenform mir anzeigen lassen und da die ganzen Einstellungen vornehmen. Ja, der Punkt Medien, ich habe mir jetzt übersprungen. Im Prinzip kann ich ja hier auch nur die Quellen auswählen und das konnte ich eben auch schon. Also ist das nicht wirklich so wichtig. SmartLink, hier kann ich jetzt mein iPhone drahtlos verbinden. Man kann aber auch den USB-Anschluss nutzen. Und Android Auto geht halt immer nur kabelgebunden. Mein Telefon habe ich jetzt hier per USB-Kabel verbunden. Das geht natürlich auch mit dem iPhone. Dann kann ich hier Apple CarPlay anwählen. Das Ganze einmal bestätigen. Dann wird mir das hier vollflächig angezeigt. Und ich kann hier natürlich auch rumswipen, wie ich möchte.
Ja, dazu gibt es noch eine Nutzerverwaltung, Bilder kann ich mir anzeigen lassen, Shop gibt es auch noch und Setup sind dann die ganzen Einstellungen hier vom System. Zu guter Letzt der Punkt Fahrzeug, hier habe ich diese üblichen Ansichten der Verbrauchsanzeigen, hier kann ich mir aber auch das Offroad-Programm nochmal reinholen. Diese Anzeigen kann ich übrigens auch nach meinem Gusto frei einstellen. Und das virtuelle Cockpit kann ich hier auch noch anpassen, welche Werte wo halt angezeigt werden in den Rundinstrumenten bzw. in diesen eckigen Sachen. Und den Fahrzeugstatus kann ich mir hier auch noch ansehen. Ja, in unserem Testwagen haben wir das Kenton Premium Soundsystem. Finde ich immer die bessere Alternative zu den Beats-Sachen, die wir sonst oft bei Volkswagen oder aus dem VAG-Konzern kennen. Das System... Ja, in der Standardeinstellung gefällt es mir gar nicht, viel zu basslastig und das auch nicht gut, wobei der Subwoofer durchaus ein bisschen Druck mitbringt. Allerdings verschwinden dann die Höhen und Mitten so ein bisschen und das wird alles auch sehr kratzig, wenn man es lauter stellt. Ich habe aber eben mal so ein bisschen rumgespielt und man hat ja diesen großzügigen Equalizer Surround Sound. Habe ich rausgenommen. Ich habe einen Soundfokus jetzt mal hier für alle gesetzt. Und mit dieser Equalizer-Einstellung hört sich das gar nicht so verkehrt an. Auch bei höheren Lautstärken oder bei größeren Lautstärken. Oder bei lauteren Lautstärken. Wenn man es lauter dreht. Ja, dass der Kodiak kein Kleinwagen ist, sieht man ja von der Seitenansicht hervorragend. Ich weiß auch schon, dass man viel Platz im Innenraum hat. Den zeige ich euch jetzt hier einmal auf der zweiten Sitzreihe, wie auch die Ausstattung. Ja, der Einstieg hier hinten ähnlich komfortabel wie vorne, eigentlich noch ein bisschen komfortabler, weil es noch höher reingeht. Ja, und ich sitze hier natürlich auch komfortabel. Ja, und so sieht es aus, wenn ich hier hinten Platz genommen habe. Ich bin erstmal erschlagen von so viel Platz, den das Auto mir bietet. Ich kann meine Füße komplett unter den Vordersitz schieben, obwohl der ja schon in der tiefsten Position ist. Ich habe jede Menge Beinfreiheit, also ich brauche diese Fußfreiheit eigentlich gar nicht. Auch wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, habe ich hier ausreichend Platz zwischen meinem Kopf und dem Himmel. Da sind allerdings nur zwei flache Hände Platz. Stört mich aber jetzt in dem Sinne auch nicht, weil ich auch nicht versucht bin, da irgendwie dran zu stoßen oder in die Nähe komme bei dem einen oder anderen Schlagloch. Ja, wenn ich meinen Kopf hier anlehne, genau, zwei Hände, zwei flache. Unser Fahrzeug kommt hier mit diesen Flügelchen an den hinteren Kopfstützen, die hervorragend sind, wenn man mal ein kleines Nickerchen machen will und nicht möchte, dass der Kopf irgendwie so rundkungelt. Dann kann man sich hier nämlich wirklich bequem reinkuscheln und diese Flügel kann man auch gleich wieder wegdrehen. Ja, ich habe die Möglichkeit, die Lehne auch noch in so eine Launch-Position zu bringen. Also da gibt es auch dazwischen, also das ist das Steilste, was ich habe. Und dann schrittweise kann ich das hier mir bis in diese Launch-Position einstellen. Mache ich lieber nicht, sonst wird es ein sehr, sehr langer Knipp mit viel Geschnarche. Ja, ich sitze hier prima, ne? Ich habe jede Menge Platz und das ist auch gut so. Dann gucken wir uns auch hier hinten die Ausstattung an. In die Türtaschen passen hier locker beide Flaschen. Auch hier geht es nach hinten richtig tief rein. Also der ganze Bereich wird quasi genutzt. Da kann ich also auch Warnwesten oder irgendwas verstecken. Elektrische Fensterheber gibt es natürlich. Und die Fenster sind nicht nur getönt, sondern versenken sich auch vollständig. Wenn man möchte, kann man hier manuell auch noch einen Sicht- bzw. Sonnenschutz einhängen. Und die Fensterheber sind mit einer Automatik versehen, also haben wir auch einen Einklemmschutz. Im oberen Bereich haben wir dann den Haltegriff mit einem Kleiderhaken. Hier kann ich das Gepäcknetz einhängen und eine Leseleuchte für die beiden äußeren Sitzplätze gibt es ebenfalls. Aber auch das ist dann gleichzeitig Einstiegsbeleuchtung. An der B-Säule vorne noch ein kleines Häkchen, also ein weiterer Kleiderhaken. An der Rückseite der Vordersitze habe ich dann Taschen, wo ich auch DIN A4 gut verstauen kann. Und im oberen Bereich haben die Kopfstützen hier so eine Halterung, die kann ich aber auch rausnehmen. So sieht das dann aus, wenn man es nicht hat. So sieht das Teil im Ganzen aus. Und das ermöglicht mir dann, Endgeräte festzusetzen. Unter anderem, jetzt habe ich mein iPhone hier fixiert und das kann ich rausfallen. Genauso ist natürlich genug Platz auch für ein iPad, sodass die kleinen Kinderchen hier kein Infotainment-System hinten oder so ein Rear-Infotainment-System brauchen, sondern quasi mit ihren digitalen Endgeräten sich hier auch reinklinken können. Und das haben wir dann auch noch auf der Beifahrerseite. In der Mittelkonsole zwei Luftausströmer, die ich frei verstellen kann. Und über das mittlere Rad steuere ich den Luftstrom der beiden Düsen. Dazu habe ich eine dritte Klimazone noch.
Und hier ganz unten ist dann nochmal eine Klappe. Da habe ich einen richtigen Stromanschluss, 230 Volt, den ich mit 150 Watt belasten kann. Ein USB-C-Anschluss und auch noch ein 12-Volt-Anschluss. Da kann man ja auch noch einen Verteiler reinsetzen. Also man hat hier hinten auf jeden Fall genug Strom. Aber man hat, glaube ich, trotzdem guten Eindruck, dass man da auch eine schöne Sicht nach außen hat, egal ob nun im Wald oder in der Stadt. Eine Mittelarmlehne gibt es auch noch. Die kann ich ausklappen. Hier habe ich nochmal drei Getränkehalter unterschiedlicher Größen, allerdings ohne Abstandshalter. Wenn ich jetzt meine beiden Testflaschen nochmal bemühe, den halben Liter kann ich hier reindrücken. Da passiert dann auch nichts mehr mit. Das geht im Übrigen bei den beiden äußeren. Die 0,33 Liter Flasche kippelt hier zwar ein bisschen rum, kippelt aber nicht raus, das ist gut. In die Mitte passt die allerdings nicht, das ist dann so für kleine, schmale Dosen gedacht. Die Mittelarmlehne kann ich natürlich auch als solche nutzen und wie ihr seht, die kann ich mir hervorragend mit meinem Sitznachbar teilen, wenn ich denn möchte. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, aber durchaus möglich ist, die beiden Sitze sind voneinander getrennt. Also wir haben eine Zweiersitzbank, die ich verrutschen kann und den rechten Sitz dann separat davon. Ich kann das Ding also richtig schön weit nach vorne rutschen, hat den Vorteil, wenn man kleine Kinder hat, dann schiebt man den Sitz so weit nach vorne, also ganz kleine, und kann die vom Beifahrersitz aus immer noch bespaßen. Dann muss nicht immer ein Erwachsener hinten sitzen, wobei man das natürlich auch gerne macht. Ja, also ich kann nicht nur die Rückenlehne verstellen, sondern auch den Abstand. Was ich jetzt noch mal mache, erstmal rutsche ich einmal in die Mitte. Kleinen Kaderntunnel gibt es. In der Mitte sitze ich deutlich höher und härter, sowohl vom Rückenteil als auch vom Sitz selber. Und mit meinen Oberschenkeln touchiere ich hier die perforierten Sitzbahnen der äußeren Sitzplätze. Wenn ich mich hier nochmal zurücksetze, dann sehe ich aber, ich touchiere hier auch nur den Außenbereich. Das heißt, wenn ich mit drei Jans hier quasi auf der Rücksitzbank sitze, das würde schon funktionieren, wäre zwar ein bisschen kuschelig, aber es geht zumindest. Bevor ich gleich hinten einsteige, einmal, das ist die Position der zweiten Sitzreihe, die ich jetzt so lasse, steige gleich hier, krabbel einmal rüber, das seht ihr im Schnitt natürlich nicht, aber so seht ihr, ich kann hier gerade noch sitzen, auch bequem, kann meine Beine hier noch variieren, stoße zwar mit meinen Schienenbeinen vorne an den Sitz, aber der ist da weich gepolstert, sodass mir das gar nichts ausmacht. An der Rücksitzbanklehne im oberen Bereich befindet sich ein Griff, den kann ich ziehen und dann den Teil der Rücksitzbank auch komplett vorschieben. Zum Einsteigen hier in die dritte Sitzreihe, da hilft mir durchaus die Trittstufe. Zumindest macht es mir dann einfacher, hier hinten reinzukrabbeln. Ja, so ist es in der dritten Sitzreihe. Anlehnen kann ich mich nicht so wirklich an die Kopfstütze, weil ich vorher am Himmel anschlage. Ich habe ja den Sitz hier so eingestellt, dass ich noch quasi ansatzweise bequem sitzen kann, also hinter dem Fahrer, der dann auch meine Statur hat. Und mit meinen 1,80 Meter ist es hier wenig witzig. Ich kann die Beine natürlich auseinandernehmen, dann kann aber neben mir auf jeden Fall keiner mehr genauso sitzen. Ich stoße hier auch mit den Knien jederzeit an die Rücksitzlehnen. Und die Füße kann ich zwar hier noch zwischendurch einfädeln, aber ich sitze hier schon wie der Affe auf dem Schleifstein sozusagen. Und müsste mich dann auch so quersetzen, damit ich hier mit dem Kopf nicht an die Decke stoße. Also ich sage mal so, mal 20, 30 Kilometer mit den Jungs vom Sportverein irgendwo hinfahren, da würde ich das machen. Aber längere Strecken, da sehe ich mich hier zumindest nicht sitzen. Das ist mir einfach zu unbequem. Trotzdem gucken wir uns hier natürlich auch die Ausstattung an. Immerhin, Leseleuchten hätte ich hier hinten. Auch noch eine kleine Ablage und ein Getränkehalter, wo mein halber Liter Wildfood hier hervorragend sitzt und reinpasst. Auf der rechten Seite gibt es übrigens keinen Getränkehalter, sondern nur so eine Ablage, die auch nicht rutschfest ausgekleidet ist. Ich könnte aber hier den Strom vom Kofferraum zumindest noch abzwacken, wenn ich Strom für meine Endgeräte haben wollte. Die Gurte hier hinten im Kodiak sind wirklich unverschämt lang. Das finde ich richtig klasse. Da hat man überhaupt keine Probleme, Kindersitze oder Babyschalen anzuschnallen. Auch die Türöffnung ist schön groß. Die Türen öffnen auch noch mal ziemlich weit. Da hat man auch überhaupt keine Probleme, größere Kindersitze hier in das Auto zu laden. Die Isofix-Halterungen sind frei zugänglich. Die gibt es an den beiden äußeren Sitzplätzen. Die Gurtpeitschen sind allerdings nicht ganz starr. Aber ich denke noch starr genug, dass sich da kleine Kinder auch ohne Probleme selbstständig anschnallen können.
Beim Beifahrersitz haben Sie leider auf die Isofix-Halterung verzichtet. Den Beifahrer-Airbag kann man aber einfach deaktivieren. Dann öffnet man die Tür, fummelt so ein Schlüsselbad aus dem Funkschlüssel und schließt da einmal über. Zur Not geht das, glaube ich, auch mit dem Schraubenzieher. Ja, Isofix-Halterung gibt es hier in der dritten Sitzreihe nicht. Die Gurtpeitschen, die könnten kleine Kinder nochmal nutzen, um sich selbstständig anzuschnallen. Die sind ähnlich wie in der zweiten Sitzreihe. Hier hinten sehe ich wirklich aber auch nur Kinder sitzen. Was weiß ich, so bis 14 Jahre vielleicht, 14, 15 Jahre, je nachdem, wie groß und schnell sie denn gewachsen sind. Unser Fahrzeug ist mit einer elektrischen Heckklappe ausgestattet. Vorne im Innenraum, den Schalter habe ich euch gezeigt. Den auf dem Schlüssel habt ihr gesehen. Es gibt einen Taster hier unterhalb des O's vom Skoda-Schriftzug. Oder ich kicke einmal unter den Stoßfänger und dann fährt die Haube auch auf. Nicht nur zur D-Höhe, da habe ich sie einprogrammiert, damit ich nicht vergesse, euch zu sagen, dass man die auch frei programmieren kann, sondern das ist die volle Höhe. Und ich kann euch auch noch sagen, es gibt einen Einklemmschutz, nicht nur im oberen Bereich, sondern vor allen Dingen auch im unteren, ne, für die kleinen Kinderchen oder die kleinen Kinderfinger. Und da greift der Einklemmschutz immer gleich und sofort. In den Kofferraum vom 2021 Skoda Kodiaq Scout passen 560 Liter, weil es ein 7-Sitzer ist. Wäre es ein 5-Sitzer, würden 650 Liter in den Kofferraum passen. Bei umgeklappter Rücksitzbank bekommt man beim 7-Sitzer ein Ladevolumen von 2005 Liter. Ja, gern präsentiere ich euch auch den Kofferraum. Die dritte Sitzreihe lässt sich hier ganz einfach versenken. Drücke ich einmal und schwupps das weg. Und genauso lässt sie sich von hinten halt auch wieder aufstellen. Das geht also sehr einfach. Werfen wir die mal um, damit wir uns den restlichen Kofferraum angucken können. An den Seiten haben wir Klappen, die können wir hochstellen. Und im Übrigen hier links wie auch rechts gibt es eine Kofferraumbeleuchtung. Dazu kann ich die Mitte noch anheben. Und habe jetzt hier noch ein bisschen Stauraum. Unter anderem, und das finde ich sehr praktisch, kann ich den Sichtschutz verstauen. Den kann ich ja nicht einsetzen, wenn ich die dritte Sitzreihe nutze. Aber wenn ich nur mit zwei Sitzreihen unterwegs bin, kann ich den auch eben einbauen. Ja, bevor ich das wieder zuklappe, hier die Skoda-Decke, die ich auch hinten an die Kopfstütze anbringen kann. Und dazu haben wir hier auch noch ein Gepäcknetz, was ich ebenfalls nutzen kann. Und hier unten befindet sich halt auch noch mal ein Ersatzrad. Ein 145/85er in 18 Zoll, darin eingelassen, der kennt einen Subwoofer, hier dann noch Wagenheber und Abschlepphaken, dazu noch ein Adapter für die Anhängerkupplung und ein paar Sicherungen. Also da ist jede Menge Platz hier hinten. Dazu außen, wo ich die Klappen geöffnet habe, da gibt es halt auch nochmal ein Staufach hinter dem Radkasten. Und das nicht nur auf der linken Seite, sondern auch auf der rechten. Und hier haben wir dann die Verbandstasche mit dem ganzen Material drin. Hier unten sieht man dann auch noch Zurösen. Da kann ich also Sachen befestigen, wenn ich denn möchte. Dafür müsste ich dann allerdings das Teil einfach ausgebaut lassen. Beim Einbauen des Sichtschutzes muss man darauf achten, dass man die Gurte davor stellt, denn sonst kann man hier ziehen, wie man will und klemmt nur den Gurt ein, bekommt den Sichtschutz aber nicht zugezogen. Und so sieht das dann ordnungsgemäß aus. Der Sichtschutz bewegt sich hier auch in der Führungsschiene. Ich ziehe den nach hinten durch und wenn ich das Auto dann entladen möchte, quasi drücke ich einmal und er fährt wieder zurück. Im oberen Bereich der linken Seite haben wir dann hier einmal noch einen Haken zum Verspannen von irgendwelchen Netzen, so also einen offiziellen Taschenhaken und hier unten dann auch nochmal einen Verspannhaken. Die Ablagen habe ich euch ja eben schon auf der dritten Sitzreihe gezeigt. Auf der rechten Seite dann die Entriegelung für die Anhängerkupplung. Auch hier oben haben wir einen Taschenhaken, den Hebel zum Umwerfen, einen 12-Volt-Anschluss. Und diese Haken gibt es hier auf der rechten Seite ebenso. Ja, mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich überhaupt nicht an die Sitzentriegelung. Darum macht es Sinn, dass ich hier den Griff habe. Wenn ich den ziehe, dann fallen 40% der Rücksitzbank auf der rechten und die anderen 60 halt auf der linken Seite. Ja, trotzdem sollte ich mich noch mal hierher bewegen und den Sitz einmal richtig runterdrücken, dann rastet der auch fest ein und bleibt genauso stehen. Eine ebene Ladefläche haben wir nicht, die steigt hier schon bei der dritten Sitzreihe der umgeworfenen ein bisschen ein. Dann kann hier unten ein Loch entstehen, je nachdem wie weit man die Vordersitze vor- bzw. zurückgeschoben hat. Und auch im vorderen Bereich, die zweite Sitzreihe, die umgeworfene, hat so einen leichten Anstieg nach vorne hin. Ja, das Gepäcknetz, was noch mit dabei ist, ist ja in so einer langen Tasche einmal.
rollt sich dann nach unten aus. Hier im oberen Bereich kann ich es einhängen und unten dann mit den Zugurten verzurren. Und ich habe also einmal die Möglichkeit, das hier vorne hinter der ersten Sitzreihe einzuhängen, wenn ich die komplette Ladefläche nutzen möchte und die Ladung zu den Vordersitzen nur sichern möchte. Oder ich möchte nur den Kofferrauminhalt sichern, dann hänge ich das hier oben halt ein und verspanne das nach unten. Falls sich jemand fragt, wie soll ich das denn verspannen? Hier befinden sich auch noch Zurösen zwischen der zweiten und dritten Sitzreihe. Das ist der Beifahrersitz und hier habe ich auch noch mal eine Öse, um den Ladeschutz zu sichern. Ich habe beide Sitzreihen umgeklappt und mein 28 Zoll Rennrad mal in den Kofferraum gelegt. Das passt hier also unzerlegt einfach so rein. Allerdings ist man fast enttäuscht, dass man es nicht hinstellen kann bei so einem riesigen Auto. Wenn ich gewillt bin, mein Rennrad zu zerlegen, dann passt das auch in den Kofferraum, ohne dass ich die zweite Sitzreihe umlegen muss. 623 Kilogramm darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon 75 Kilogramm auf die Dachreling schnallen. Optional bietet Skoda auch eine Anhängerkupplung an, wie hier zu sehen. Da gibt es ein Schalterchen und dann muss ich sie quasi nur einmal festkicken. Die hat eine Stützlast von 100 Kilogramm und mit der darf ich dann Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 2 Tonnen ziehen, wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat. Sonst bin ich reduziert auf ein Zuggewicht von 750 Kilogramm. Ja, so ist das. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Skoda Kodiaq und dem 200 PS Diesel unter der Haube. Erstmal wird hier schon gewendet, egal welcher Motor, der Wendekreis liegt immer beim Kodiaq bei 12,2 Meter. Ist ja auch ein großes Auto, da muss ich ein bisschen hin und her setzen. Die 360-Grad-Aufsicht hilft mir hier auch. Ich weiß, ich brauche nicht nochmal zurücksetzen. Jetzt einmal am Volant gedreht, eine Lenkradumdrehung. Das war es auch schon fast ein Hauch mehr. Das heißt gerade mal 2 Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Das macht sich natürlich auch beim Rangieren bemerkbar. Dadurch ist man in der Stadt auch trotz des großen Schiffs halt ganz gut am Start, wenn man irgendwo in die Parklücken reinrangieren möchte. Gut, wir haben Fahrmodi, diverse sogar an der Zahl. Eco, Komfort, Normal, Sport, Individual und Snow. Individual kann man ja immer anpassen. Da sieht man, was Phase ist. Wir haben also das DCC, Dynamic Chassis Kontrollen, adaptives Fahrwerk, Komfort, Normal, Sport. Die Lenkung können wir zwischen Normal und Sport wählen. Beim Antrieb, hoppla, was ist das denn? Unebenheit. Beim Antrieb Normal Sport Eco, ACC ist der adaptive Tempomat, Normal Sport Eco, Lichtassistent Normal Sport, Klimatisierung Normal Eco und das waren dann auch schon die ganzen Werte, die ich hier anpassen kann. Ich bewege mich jetzt erstmal in den Sportmodus, weil ich beschleunigen möchte hier für euch. So, Vollgas. Da habe ich die 100 erreicht. Von 0 auf 100 geht es in 7,8 Sekunden unter Laborbedingungen. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann bei 212 km/h hier mit dem 200 PS Diesel. Einmal durch die Unterführung, dann seht ihr hier, die ganzen Schalter sind weiß beleuchtet, auch auf dem Lenkrad, neben dem Lenkrad und in den Türverkleidungen. Ich kann die Schalter also auch im Dunkeln gut ablesen und finden. Das ist ja immer recht praktisch. Das Fahrzeug wiegt 1,75 Tonnen. Wir haben 200 PS, kommen auf ein Leistungsgewicht von 8,7 Kilogramm pro PS. Das ist eigentlich schon ganz imposant, gerade für so ein großes SUV. Und ich finde auch, man ist ja heute, denkt man schon immer in Relation über 2 Tonnen Trockengewicht. Von daher finde ich, ist der große Kodiaq hier auch noch unter den schweren fast ein Leichtgewicht. Das Fahrzeug hat Scheibenbremsen rundum, die sind auch wohl dimensioniert, um diese 1,75 Tonnen Trockengewicht zum Stehen zu bringen. Fuß auf die Bremse, wenn ich den Fuß auf die Bremse lege, kann ich das schön dosieren. Das Bremspedal hat einen guten Druckpunkt und ich hatte während der Testfahrt hier auch kein Problem, dass die Bremsen nicht stark genug wären für das Fahrzeuggewicht. Das Fahrprogramm habe ich jetzt mal in Komfort gesetzt. Hauch zu spät, fahre jetzt 55 hier über meine Fahrwerkstrecke. Ich höre die Unebenheiten, die tieferen, die Wellenbewegung schluckt das Fahrzeug gut weg. Die tieferen höre ich nicht nur, sondern spüre sie auch ganz leicht im Sitz. Der Sitz federt aber auch noch mal eine ganze Menge weg.
mit dem dynamischen Fahrwerk, also dem adaptiven Fahrwerk in der Komfortabstimmung, finde ich, ist der Kodiaq gerade für das große Schiff und das Gewicht sehr komfortabel abgestimmt und ist dann auf der Autobahn auch ein netter Reisebegleiter. Ich beschleunige jetzt mal quasi ganz langsam im Eco-Fahrprogramm hoch, einmal auch zu zeigen, dass das 7-Gang DCT, also das 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, hier butterweich durchschaltet. Das im Übrigen nicht nur im Eco-Fahrprogramm, sondern selbst im sportlichen Fahrprogramm kriegt man keinen Schlag in den Nacken, sondern die Automatik schaltet so, wie man das vom Doppelkupplungsgetriebe erwartet, nämlich eben weich, sodass man die Schaltvorgänge, wenn überhaupt, gerade mal akustisch wahrnimmt. Ja, wenn ich zwischen den Fahrprogrammen schalte, habt ihr eben gesehen, was nicht alles beeinflusst wird. Da merkt man am Gaspedal auf jeden Fall, ob man nun in Eco oder Sport unterwegs ist. Bei gleicher Gaspedalstellung reagiert er in Sport natürlich deutlich sensibler, gibt mir mehr Kraft. Die Automatik schaltet auch ein bisschen früher runter bzw. später hoch. Trotzdem, man kann natürlich auch die ganze Zeit in Eco fahren, es gibt einen Kickdown und dann wird das Ganze überstimmt. Ja, ich versuche mal hier aufs Gas zu steigen und so ein bisschen stehen zu bleiben, damit ihr seht, wie sich das mit der Geschwindigkeit so entfaltet. Der Verkehr ist aber relativ dicht, sehr weit werde ich nicht kommen, immerhin 160 erreiche ich hier. Und die Höchstgeschwindigkeit liegt ja bei 212. Ihr seht schon, der Diesel funktioniert ganz gut, wenn euch der weitere Verlauf interessiert. Wir haben ja immer noch ein Tacho-Video, das ist unten im Videobeschreibungstext verlinkt. Ich habe den adaptiven Tempomaten auf 100 km/h gesetzt. Im siebten Gang sind wir jetzt unterwegs hier und das Auto dreht bei 1500 Umdrehungen. Windgeräusche höre ich nicht. Den vorbeifahrenden Verkehr nehme ich schon wahr. Ich bin nicht wirklich abgeschottet, aber das hört sich gedämpft an von der Seite und den Motor höre ich so leise vor sich hin dieseln. 120 dann bei 1750 Umdrehungen im siebten Gang. Jetzt setzen die Windgeräusche leicht ein. Den Motor höre ich auch noch grummeln, aber es ist trotzdem noch ein ruhiges Fahren. 140, da drehen wir bei etwas über 2000 Umdrehungen. Die Windgeräusche haben signifikant zugenommen, die nehme ich jetzt also schon sehr deutlich wahr. Sie sind aber noch nicht so laut, als dass ich dagegen anschreien müsste oder meine Stimme heben muss. Das wäre also noch eine angenehme Reisegeschwindigkeit, um sich auch mit meinen Passagieren zu unterhalten. 160 jetzt bei gut 2300 Umdrehungen. Die Windgeräusche haben nochmal zugenommen. Ich hebe jetzt meine Stimme. Den Motor nehme ich auch noch leicht grummelnd wahr. Das ist aber sehr dezent. Dennoch, die Windgeräusche sind jetzt schon lauter geworden. Das geht noch mit dem Unterhalten. Aber auf Dauer will ich wahrscheinlich eher ein bisschen langsamer fahren. 180 dann bei 2800 Umdrehungen. Jetzt hebe ich meine Stimme noch mehr. Das Grundgeräusch hat noch mal zugenommen. Das wäre mir fast zu laut, um mich auf langen Strecken zu unterhalten. Wenn ich hingegen alleine unterwegs wäre, wäre das immer noch eine gute Reisegeschwindigkeit. Auf der Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten, so jenseits der 160, da wünsche ich mir das Fahrwerk schon nicht mehr ganz so komfortabel, wenn ich ehrlich bin. Da ist es mir ein Hauch zu weich und da empfiehlt es sich dann doch ins Sportprogramm zu schalten oder noch besser, sich das Auto über das individuelle Fahrprogramm so einzustellen, dass wir ein sportliches Fahrwerk haben, was dann auch bei schnelleren Autobahnpassagen einem gutes Fahrgefühl gibt, den Rest dann aber halt auf Eco zu lassen, um trotzdem noch so effizient wie möglich unterwegs zu sein. Kleiner Hinweis dazu auch nochmal, in Eco ist man nicht mit dem komfortablen Fahrwerk unterwegs. Ne? Auch das gut zu wissen, wenn man sich wundert, ich fahre mal Eco und so komfortabel, wie der Jan gesagt hat, ist er ja gar nicht, dann schaltet mal in Komfort, erst dann hat man die richtige Fahrwerkseinstellung. Ja, jetzt hier mein Doppelkreisel. Ich fühle mich gar nicht so geneigt, hier den Kodiaq um die Ecken zu schubsen. Aber ihr wisst ja, es gibt auch das RS-Modell, also das Ganze nochmal sportlicher ausgelegt. Also können muss ja schon einiges. Ja, die Lenkung ist schön präzise im Übrigen auch. Ne? Nicht wirklich sportlich, aber präzise, mehr will man ja gar nicht. Und sicherlich das Fahrwerk gerade in der Sporteinstellung lässt auch zu, dass man das Auto ein bisschen sportlicher fährt. Ich so rein von der Sache her,
ja, fühle mich dabei gar nicht zu verleitet. Skoda gibt den WLTP-Verbrauch des Fahrzeugs hier mit 6,4 Litern Diesel auf 100 Kilometern an. Der NEFZ-Verbrauch liegt bei 5,3 Liter, also über einen Liter dazwischen. Alex ist das Auto einmal extrem effizient gefahren, kommt dann auf einen Wert von 5,7 Liter, also deutlich unter dem WLTP-Verbrauch tatsächlich. Dann so eine normale Effizienzfahrt hat er mit 6,5 Litern abgeschlossen. Aber auch im Langzeitverbrauch steht der Skoda Kodiaq hier mit dem 200 PS Diesel gut da. Über 2300 Kilometer kommen wir auf einen Verbrauch von 7,3 Liter Diesel. Und das ist auch immer noch ziemlich nah an der WLTP-Verbrauchsangabe dran. Somit kann man das dicke Schiff hier durchaus auch effizient fahren. Der 200 PS Diesel passt meines Erachtens hervorragend zum Kodiaq. Man hat genug Leistung, um auch mal flotter von A nach B zu kommen, kann auf der Autobahn auch durchaus bewusst auf der linken Spur fahren. Auf der anderen Seite kann man es auch sehr ruhig angehen lassen und dabei das Auto wahnsinnig effizient fahren. So ein Riesenbock, der so viel Gepäck oder Personen transportieren kann und dann mit solchen Fahrleistungen bzw. Verbrauchswerten kommt, das finde ich schon ansatzweise imposant. Das Fahrzeug kommt mit diversen Assistenten, unter anderem einem adaptiven Tempomaten. Den habe ich hier auf 130 gestellt, fahre auf dem LKW zu, der deutlich langsamer unterwegs ist. Das Fahrzeug hält mich jetzt in dem entsprechenden Sicherheitsabstand, den ich natürlich auch noch beeinflussen kann, wenn ich denn möchte. Sobald ich jetzt den Blinker setze, hört man schon, fängt das Fahrzeug an zu beschleunigen. Ich muss mich also nicht erst komplett aus dem Radarschatten des Fahrzeugs bewegen, sondern der nimmt schon vorher Fahrt auf. Je nachdem, welches Fahrprogramm ich nutze, im Moment bin ich normal unterwegs, beschleunigt das Auto von Eco eher langsam zu Sport eher schnell wieder. Ja, dazu haben wir einen aktiven Spurhalteassistenten, der permanent mitlenkt. Die Autobahn macht ja hier so eine leichte Kurve. Ihr seht, ich bin trotzdem in der Mitte der Spur. Das Auto lenkt jetzt also automatisch mit. Wenn ich das Auto provoziere und hier meinen Lenkimpuls gegen die Spur gebe, dann zieht es mich sofort wieder in die Mitte der Spur. Ich habe also eine permanente Lenkunterstützung und das ist auch wirklich sehr angenehm. Dazu kommt das Fahrzeug mit einer Verkehrszeichenerkennung. Jetzt zeigt er mir schon an, 130 voraus. Der adaptive Tempomat übernimmt das gegebene Tempolimit und setzt das jetzt auf 130. Klar, ich fahre jetzt auf den Laster, jetzt bremst er mich noch mehr ab. Aber wenn ich jetzt hier wieder in die Spur reingehe, dann zeigt er mir die 130 an. Da vorne sind die 130 dann auch schon wieder aufgehoben. Auch das wird die Kamera erkennen und den Tempomaten wieder auf die vorher eingestellte Geschwindigkeit setzen, in dem Fall 160. Die 130 wurden mir im Cockpit ja deutlich früher angezeigt, bevor ich das Schild überhaupt gesehen habe. Das heißt, das System greift auch auf Kartenmaterial zurück. Ja, somit sind alle vier Assistenzsysteme, die ich immer fordere, für ermüdungsfreies Fahren auf langen Strecken mit dabei und funktionieren auch genauso, wie man sich das vorstellt. Ja, Kinder, das war's auch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung zum Skoda Kodiaq Scout mit dem 2 Liter Diesel, 7-Gang DSG, Allradantrieb als Siebensitzer. Zum Ende mal zwei Punkte, die mir negativ aufgefallen sind. Das erste, ja, es gibt ihn als 5- und 7-Sitzer. Ich habe euch den die dritte Sitzreihe ja gezeigt. Als Erwachsener hast du überhaupt keine Chance, da drin zu sitzen. Und bei den Kindern, ne, wie alt müssen die sein, dass die dann auch einigermaßen komfortabel sitzen können, ohne halt einen Isofix-Kindersitz zu haben? Finde ich, ist so eine leichte Mogelpackung, kann man machen. Und ich sage ja, so als Erwachsener mal mitfahren würde ich durchaus, ne, mit den Jungs vom Sportverein. Aber das finde ich schon schwach. Und schade finde ich auch, dass die Anhängelast bei 2 Tonnen aufhört oder auf 2 Tonnen begrenzt ist. Wäre es ein Handschalter, den es nicht gibt, dann wäre die durchaus 2,5 Tonnen. Aber mit dem DSG-Getriebe darf der Wagen eben nur 2 Tonnen ziehen. Was ich hingegen sehr positiv finde, ist das adaptive Fahrwerk, was das Auto wirklich mordsbequem macht. Auch bei schlechter Straße. Klar, auf der Autobahn sollte man das Fahrwerk dann doch vielleicht mal in den Sportmodus stellen, weil es sonst ein bisschen zu weich wird oder mir zumindest zu weich geworden ist. Aber das ist schon sehr komfortabel dann das Auto. Ja, und zu guter Letzt, klar, Diesel verpönt, aber das Schiff bei normaler Fahrweise mit 7,3 Litern Diesel zu bewegen, das finde ich schon ziemlich imposant.
Ja, jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Meinung da draußen. Das letzte Video sozusagen zum aktuellen oder zum Vorfacelift Skoda Kodiaq. Würdet ihr den als Scout nehmen? Was sagt ihr dazu? Kann man noch Diesel fahren? Schreibt es uns unten einfach in die Kommentare. Wir freuen uns über eure Meinung. Das soll es gewesen sein von meiner Seite aus. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Ich verabschiede mich wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ihr kennt das übliche YouTube-Spielchen. Links und rechts oben findet ihr zwei Videos von uns, die genauso toll sind wie das, was ihr eben gerade gesehen habt. Klickt auf das Logo und dann könnt ihr unseren Kanal kostenfrei abonnieren und kriegt kostenlos immer Updates, wenn wir ein neues Video einstellen. Wenn ihr uns tagesaktuell begleiten wollt, folgt uns auf Instagram und Facebook. Die Links findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Macht's gut und bleibt gesund da draußen.